Ich und schau mal, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ja hier zu den Greys, als wir aufgehalten wurden. Und ein Errand in der Stadt übernommen haben. Jetzt gehen wir aber weiter. Ach so, übrigens, auf Lottes Popo liegt ein perfektes Schweinefell. Jawohl, ja, ich habe ein perfektes Schwein geschossen. Oh, was ist das? Okay. Wer ballert denn da so rum? Es geht nah ab. Morning, partner. Hi. Hey there, partner. Es geht nah ab. Warum schießt ihr so rum? Es geht ab. Hey there, Parker. Hallo. You interested in a little friendly competition? Ah, ich bin so schlecht da drin. You a shooting man? I've been looking for a challenge and I ain't found one yet. What'd you say? Naja. Is you in or not? Ja, okay. Why don't we find out? Good. Aber ich bin so schlecht im Schießen. Okay? Alright. Alright. Stand alongside me. Soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Okay. Go. Maybe you were just outgunned. I ain't happy with that, not one bit. What do you say we raise the stakes a little? That's it for me, I think. Well, I still owe you some, so come and get your money. Here you go. As vielleicht noch ein Pferd leisten irgendwann. Careful now. Next time I may not hold back. Sehr witzig. Meine Lotte frisst Gras. Niedlich. So. Hups. Auf geht's. Weiter geht's. Ja. Also dieses Gewehr mit dem Zielfernrohr, das gefällt mir sehr gut. Ich habe ein perfektes Schwein geschossen. Ich habe einen Flaschenwettbewerb gewonnen. Easy. Ich habe übrigens immer noch nicht mit Lotte die nächste Verbundenheitsstufe erreicht. Wieso eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Muss mal gucken. Ich will mal ganz kurz. Oh, das liegt auf dem Weg. Das ist ja hervorragend. Hier hin. Und mein Schwein wegbringen. Sonst verliere ich das. Wir werden mit Sicherheit gleich wieder angegriffen. Und ich möchte einmal ein perfektes Schwein wegbringen. Komm, Lotte, gib mal Gas. Und wie kriege ich Lottes Gesundheit eigentlich hoch? Also ihre Fitness. Die Ausdauer, meine ich. So, jetzt habe ich's. Hui! Ich habe ein perfektes Schwein geschossen. Guck. Da. Naja, gut, das ist auch nur $2.10 wert. Das ist mir egal.
Ja, finde ich auch. Das ist wunderbar. Okay, mehr habe ich leider nicht. Aber das war es mir wert. So. Ich habe ein perfektes Schwein geschossen und verkauft. Thanks, Barney. Weiter geht's zu den Grays. Oder gibt's hier noch einen Hehler? Oh, wir könnten auch schnell noch in den Stall gehen. Gibt's noch einen Hehler bei Rhodes? Ja. Gehen wir da eben noch hin? Hier? Nee, falsches Haus. Wo war denn das? Er ist ja noch in irgendeiner Hinterbude. Hier, ne? Hier. Yep. Been a minute. Hello. Sift through, see what you like. Alright, what do you have for me? Also, ich möchte gerne das verkaufen. Not bad, this. Das. Und das. Kann ich eigentlich auch Zigaretten verkaufen? Yeah. You don't do this as a profession, huh? Naja, irgendwie schon. No questions asked. Sehr gut. You got a decent eye for these things, by the looks of it. So, 12 Not bad, this. Wir sind wieder reich. Was ist das eigentlich? Ein kleiner Goldbarren. $300 ist der Wert. Good then. Ich bin reich. Wie hab ich das gemacht? Voll cool. Ja, aber die sammeln wir ja. Ne? Nö, das behalten wir alles. Aus irgendeinem Grund bin ich voll reich jetzt. Alles klar. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Goldbarren habe. Ich vergessen. Entschuldigt. So, und jetzt noch zum Stall. Wir müssen Lotte vergolden. Wo ist da der Stall? Also ein bisschen außerhalb. Hä? Wo ist er denn? Da waren wir hin, ja, aber... Wo war denn der Stall? Nicht blöd? Lotte, ich kann dir jetzt das volle Grooming-Paket kaufen. Und dann gucken wir mal, ob es noch ein anderes Pferd gibt. Weil ich Lotte echt mag. In ihrer Farbe, die ist so niedlich. Aber ich würde auch gerne so ein buntes haben. Yep. Und dann müssen wir irgendwann mal uns Pferde holen, oder? Also so die Suche nach einem schnellen Pferd machen und so.
gucken, wie es Rosi geht. Ich sehe mein eigenes Pferd heute auch. Ich freue mich schon. Fahre ich vor der Arbeit noch schnell hin. So, Lotte. Grooming it is. So, was haben wir denn? Pferdezubehör und Dienste. Pflegeleistung. That'll make your horse happy. Ja. Guck mal, wir haben erst 2 Stufen erreicht. Lotte. Rosi 4. Was hast du denn so da? Das ist ja auch süß. Es hat so Punkte. Niedlich. We got really fair prices on horses. Ja, aber ich will nicht so eins. Ich will Ausdauer. Lotte hat halt nicht so viel Ausdauer. Rosi hat viel mehr Ausdauer. Liegt das an der Verbundenheitsstufe? Auch, ne? Look after your horse good. Be damn sure it'll look after you. Ja. So. Jetzt aber auf zu den Greys. Finde ich ja noch ein perfektes Tier. Langweilig. I don't care for being tracked, friend. Was der wohl macht, wenn ich hinter ihm bleib. What's your issue? Schon wieder rum. Oh nein. Oh. Und so ein hübsches. Bestimmt mitnehmen da. Hey, Mister, can you help me? Please help me. My damn horse died on me and my legs are hurting and I need to get home. Be happy to. Get off. Oh, you kind, Mister. You kind. Was ist denn mit dem da los?
If he be so kind to take me to LeGras, that's where I'm from. That's where my people is from. Sure, that's fine. Don't know super Sprecherin, no outside man. No offense, mister. Just don't trust him much. Quite all right, ma'am. I don't trust him much either. You seem like a horse rider? Yeah, your whole life, I bet. Horse don't help much in LeGras, no. Need a horse can swim fine as a duck, be much more used to us. Last horse we bought, got his foot stuck in the mud, gator came and ripped his leg off. The horse just bobbing in the water, another gator came and took the other leg. Then the horse fell and died, so Paul Thomas could come by with a rifle on him. I is no word a lie. Easy. Sure it's the horse that's the problem? Maybe you should be worrying about the gators. And where was it? LeGras? Well, that's not like this. Bet you travel a lot. You a fool. Can't find yourself no home to live and grow and die in if you always moving. Can't build no roots down. Can't grow nothing up. Yeah. Always moving is no good. Maybe I don't want roots. How about that? I'm not looking to settle. You think when was the last time you spent the week in the same bed? How long ago was that? I asked you. Bet it was a long time. No offense. But I bet it's been a long time for you. Weren't no need. I never leave my home. You gonna call it humble, and it is. And I ain't no more proud than I need to be. But it feels good having something your own. Ain't no war, ain't no boss, man. Ain't no train gonna take that from me. That's optimistic, man. I'll say that. No, mister. I'll die for me and mine, and that's the damn truth. No word of a lie. But you kind, mister. Well, thanks. We getting close. Don't dawdle now. Kopf gemacht. Okay, here's good. Thank you, mister. Please let me give you this on account of you being so kind. Nett. Hope I never have to be on that horse again. Dang animals. Na denn? Geht's, Lotte. Lotte hat jetzt einen vergoldeten Kern. Und ein vergoldetes Herz. Abgebogen. Jetzt mal hier lang, Lotte. Das ist geil, auch mit dem Sound, ne? Mit den Holzbohlen und so. Es ist wirklich so toll gemacht. Da war ein Bösewicht. Oder war es ein bösartiger Alligator? Ihr habt den roten Punkt auch gesehen, oder? Nee, da fällt mir ein. Ich könnte einen Alligator schießen. Tja, nun ist er weg. Stufe 3, yeah, endlich. Gesundheit, galoppieren wir auch schon eine ganze Weile, Lotte. Whoa.
schon wieder nicht abgebogen. Da soll ich darüber springen oder was? Oder machen wir das? Auch gar keine Unruhe stiften. Ich bin Hilfs-Sheriff. Ich guck mich nur um. Tag. Howdy, fellas. Good evening, mister. Ich freue mich schon auf nächsten Sommer, wenn ich wieder meine Wildnisreise mache. Es ist im Prinzip wie das hier, nur in echt. What do you want, boy? This here the Gray Plantation? Yep. Sheriff's orders. You wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it. Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. Idiot. You coming in or what? Ich bin ja schon da, Blödmann. Tschüss, Lotte. Pass auf dich auf. Ich hol dich wieder ab. Kann ich durch die Ecke gehen? Ja. Ich doch lieber. Ich glaube, ich bin dann schneller. Ha, dass ich das kann. Geil. Das kann ich in echt nicht. Nur mal so fürs Protokoll. Ist auch saugefährlich, ey, wenn die sich erschrecken und austreten. Das willst du dann auch nicht. Hier reingehen oder was ist der Plan? Ein bisschen Hausfriedensbruch? Nee. All right there. You someone who could tell me about this place? Well, the wages are crap, and the conditions are worse. Try Bo Gray. Saw him over by the Dovecote there. It's his family on the place. Okay, rede mit Bo. Hello. Howdy. Hey there. Thank you.
Ah, hello. Friends? We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. That's not good. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Beau Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds, it seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains, mind, but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Tja. Könnten sie auch einfach verkaufen gehen. Schleiche dich auf das Grundstück der Braithwaite. Wait. Gut. Ach, die sind nebeneinander oder was? I'm not much of a Schleicher. Ist der ja? Soll ich Lotte mitnehmen? Wie weit ist denn das? Lotte, komm mal. Ist mir zu weit. Ja, nun beeil dich mal. Genau, hau den Baum aus dem Weg. Let's go, girl. Ach, schön. So durch die Nacht reiten. Schöne Musik. Ich glaube, ich werde heute mit meinem Pferd auch kurz trainieren gehen. Ist ja Winter und mit dem Winterpelz macht es nicht so viel Sinn. Aber ein bisschen geht. Hey, was machst du denn da, Lotte? Wir wollten abbiegen. Also jetzt aber. Okay, Leute, ich glaube, von hier an gehe ich allein.
jetzt schauen wir mal. Greife die Waffen, Wachen nicht an. Weiter. Musik. I'm going to ask you to leave. Hey, hey, I'm just a tourist. I don't suppose you mind my walking through these grounds. I got a guidebook talks about the big plantation house. Your guidebook's about to get you shot, Yankee. Get out of here. That's real hospitable. Good day. Tja. Deshalb er verkackt. Geh doch schon! Ja, ist ja gut. Oh. Geh doch schon. Das hat ja toll funktioniert. Mist. Tja. Guck mal da, Lotte grast. Das ist ja schön, Lotte. Dir geht's gut, ha? Huh? Ich habe unsere Mission verkackt. Ja. So, ihr Lieben, das Problem ist, ich muss jetzt leider zur Arbeit. Ich weiß, es ist widerlich, aber so ist es. Ich werde mal hier ein Lager aufschlagen. Kann ich nicht, na toll. Na dann eben nicht. Also dann werde ich jetzt speichern, könnte ich ja auch nicht können. Einfach hoffen, dass wir nächstes Mal wieder hier aufwachen. Weil was anderes bleibt mir nicht über. Ich muss jetzt leider los. Aber ich freue mich aufs nächste Let's Play. Ich bin sehr gespannt auf Penelope. Oder wie sie hieß. Bis dann.